Moin Moin Freunde, hier ist Adrian seine Hausmannskost. Heute machen wir mal italienische Hausmannskost. Obwohl es doch schon ein bisschen so edler ist, sagt man so, ne? Und schmeckt richtig lecker. Und zwar mache ich mit euch ein Vitello Tonnato. Bel ecco, eh? Ne, und zwar ist das so Kalbfleisch rosa gebraten. Wie ihr seht, so richtig rosa, könnt ihr sehen, ne? Ja, ein bisschen Farbe durch Fotografieren natürlich auch, ne? Dazu Kapern. Und dann habe ich noch konfierte Tomaten. Wer mich kennt, weiß, dass ich meine konfierten Tomaten liebe. Da habe ich auch einen Film. Wenn ihr jetzt aufs i klickt, dann würde ich mir die zuerst vormachen. Die schmecken da richtig, richtig gut. Und hier in der Mitte, da habe ich eine Mayonnaise. Also das ist hier die Thunfischsoße in der Mitte. Da habe ich aber noch einen Film, wie man Mayonnaise macht. Könnt ihr aufs i klicken und dann könnt ihr auch sehen Mayonnaise. Ich könnte auch eine gekaufte Mayonnaise nehmen. Alles gar kein Problem. Euer Geschmack. Aber die ist natürlich richtig, richtig herrlich. Gut, okay, kommen wir jetzt mal erstmal zu den folgenden Zutaten, die wir brauchen. Ja, und zwar wäre das jetzt so ein Stück Kalbsfleisch. Ich nehme natürlich nur die Hälfte davon. Die andere hatte ich ja für einen Kalbsbraten verhauen. Und zwar, den Film hatte ich ja schon hochgeladen, wer ihn gesehen hatte. Und wenn nicht, lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Wenn aufs i klickt, Kalbsbraten mit einer schönen, leckeren Soße, lohnt sich. Wir sind jetzt hier aber bei Vitello Tonnato. Und zwar die Zutaten. Ist gar nicht viel. Wie gesagt, das Kalbfleisch, was wir brauchen. Dann brauchen wir ein bisschen Butterschmalz zum Anbraten. Dann eine Zwiebel, ein bisschen Kapern, ein bisschen Sardellen, Thunfisch. Auf jeden Fall eine Chilischote ein bisschen. Salz, Pfeffer und dann noch ein bisschen Öl. Und das war's eigentlich. Ach ja, und dann natürlich noch eine Mayonnaise. Die Mayonnaise habe ich natürlich auch schon hochgeladen. Also wie gesagt, vorhin hatte ich gesagt, wenn ihr aufs i klickt, ich schneide die hier sowieso noch mit rein. Dafür brauchen wir natürlich noch ein bisschen Eier, ein bisschen Senf, Salz, Pfeffer, Zitrone und dann ein Gewürze, was ihr ranmachen möchtet. Ich nehme noch ein bisschen Chili dazu, ein bisschen so Paprika, aber das ist dann so meine Variante davon. So, hier haben wir halt die schöne Unterschale, die ich mir gleich durchschneiden werde. Ihr müsst immer drauf gucken, wie ihr das schneidet, ne? Also gegen der Fasern immer. Das ist relativ gut marmoriert und jetzt schneiden wir uns das einmal durch. Das Messer, gut, das will ich eigentlich zum Parieren nehmen. Das ist nicht scharf genug, deswegen muss ich eben kurz noch ein anderes nehmen. Mit denen geht das wesentlich besser. So, jetzt haben wir das durchgeschnitten. Das Weiße, was ihr da oben seht, das sind eigentlich Sehnen. Das ist kein Fett, sondern Sehnen. Und die müssen wir uns abmachen, also das ganze Stück parieren. Das heißt, das Messer durchstecken und leicht nach oben halten, also zur Haut hin, aber nur ganz leicht. Und dann so einfach nur hinten ziehen. Das ist einfach alles. Mehr muss man noch nicht machen. Einmal kurz so umdrehen und dann, jetzt könnt ihr sehen, nochmal, jetzt könnt ihr das richtig gut sehen. Also leicht nach oben halten das Messer und hinten am Schwanz ein bisschen abziehen, so sage ich mal so. Und dann habt ihr das gut. Und das Messer sollte richtig scharf sein. Das ist gerade nicht so scharf, aber das ist zum Parieren gut. Aber die Stücke werden ja nicht weggeworfen, die sind für die Soße. Na, ihr könnt sehen, das Fleisch war noch da drin, das hätte man besser parieren können. Aber da das Messer nicht scharf war, habe ich mir selber ein bisschen daneben gehauen. Passiert, ist auch nicht schlimm, weil das ja doch verarbeitet wird. Aber geht immer besser. Das mache ich jetzt von allen Stücken, also die ganzen Sehnen, also alles von Sehnen befreien. Denn würdet ihr das nicht von Sehnen befreien, dann wird das ganze Stück nachher zäh werden. Und das ist nun wirklich nicht Sinn der Sache. Und das gleiche machen wir mit dem zweiten Stück auch. Jetzt haben wir das fertig. Jetzt nehmen wir die Stücke da, die ich in der Hand habe, die werden in der Soße mitverarbeitet nachher. Und wenn ihr das nicht für eine Soße verarbeiten wollt, dann friert ihr das einfach weg. Ganz einfach. Hier habe ich jetzt meinen Bräter und da lege ich mir jetzt das Fleisch erstmal schon mal rein. Den brauche ich nachher sowieso für die Soße. Die Abschnitte kommen auch alle dazu. Und wenn ihr glaubt, ihr habt genug Fleisch, dann könnt ihr euch, wie gesagt, die Abschnitte auch wegführen und nehmt die zum nächsten Soßenansatz. Nie wegwerfen, ist immer das Gold der Küche, das eine Stück. Das zweite Stück, das brate ich jetzt richtig an. Schön braun von allen Seiten. Früher war das so, macht man heute wahrscheinlich auch noch in vielen Sachen, weiß ich nicht, in Italien besonders sowieso. Da wurde das dann noch gekocht vorher. Also es wurde einfach gekocht und gar nicht angebraten und so. Also das hatte auch die Farbe. Ich persönlich, das ist jetzt meine Variante. Bei diesem, die Vitello Tonnato ist sowieso meine Variante. Auch nachher brate ich mir noch die anderen Sachen an. Aber das gibt ja auch mehr Geschmack oder so. Also so empfinde ich das jedenfalls für mich. Das, wie gesagt, das wird jetzt schön braun angebraten von allen Seiten. Das Braune, was ihr jetzt am Boden sieht, das wird nachher, da kommt Röstgemüse rein und dann wird eine Bratensoße gemacht. Wenn ihr sowas nicht machen wollt und so, macht auf jeden Fall ein bisschen Wasser drauf, löscht das ab, gibt noch ein bisschen Salz, Pfeffer zu und schon habt ihr irgendwie eine Grundsoße. Die könnt ihr ganz kurz wegkehren und dann ist gut. Also
dann habt ihr auch nichts verschenkt und ihr habt was richtig Leckeres. Das Kalbfleisch müssen wir schön anbraten. Für das Tonado. Vitello Tonado natürlich, Vitello. Das Vitello müssen wir schön anbraten. Ne? Aber das muss auch nicht zu dunkel werden. Aber nur, dass es so ein bisschen angebraten wird. So ein Stichthermometer. So ein Stichthermometer brauchen wir noch nachher. So, das haben wir jetzt auch angebraten. Dann garen wir das auch weiter. So, das ist schön angebraten, soll nicht zu dunkel sein. Und dann ist gut. Jetzt geht es mit dem Vitello Tonado weiter. Also mit dem Vitello. Normal kommt das jetzt im Topf mit bisschen Gemüse und bisschen, also so Bonsuppengemüse und so, bisschen Knoblauch und so, und dann wird es da drin gegart. Das mache ich nicht mehr, das hat man früher so gemacht. Ich brate mir jetzt die Zwiebeln an, mache das hier mit zu, kommen noch ein paar Kaper mit rein, eine Sardelle, und dann mache ich das darüber, noch ein bisschen Brühe, oder habe ich nicht, aber in dem Fall dann ein bisschen Wasser. Und dann kommt das bei Niedriggarn im Ofen. Und sonst würde ich das normal, aber das hat jetzt nicht jeder, Sous-Vide-Garn. 55 Grad und dann ist gut. Lass mal noch 2 Stunden drinne, dann freut sich das Fleisch und dann haben wir es. Also ich sag mal, ausdrücklich ist mein Vitello Tonado. Weil es gibt auch welche, die schreiben nicht an, weil man nicht beim Original bleibt. Tradition. Ja, aber wirklich, es war ja so, ich habe es ja früher gelernt, ich habe 2 Jahre in der Pizzeria gearbeitet. Und dann haben wir das auch tagtäglich gemacht und so. Aber früher, da wurde das gekocht bis zum Umfang. Und das sind bestimmte Sachen, kann man wirklich verbessern. Nicht, dass es schlecht war oder so, ne? Aber daher so ein bisschen schön rosa ist oder sonst was, ne? Gut, man hatte den Kalbsfond, hat man auch. Aber wie gesagt, es gibt halt so beide Varianten. Nur wenn ich das jetzt so koche, das wollte ich nicht. Ich mache das halt so bei 90 Grad, schiebe ich das im Ofen und dann sollte das auch schön rosa werden. So, jetzt mache ich hier noch 2 Sardellenfilet mit rein. Die merkt man nachher gar nicht mehr. Das schmeckt auch nicht fischig. Das ist einfach nur cooler Geschmack. Und dann kommen noch ein paar Kapern dazu. So, jetzt würzen wir den Braten nochmal. Bisschen Pfeffer noch. Nehmen wir ein bisschen Wasser. Da kann noch ein bisschen Salz rein. Das schneiden wir jetzt mal aus und dann machen wir uns das hier rein. Kommt jetzt im Ofen. Ich hab ein Stück Kalbfleisch schon drin, da habe ich ein Stichthermometer drin hier und das ist ein bisschen größer und daher tut sich das nicht. Aber sonst nehmen wir ein Stichthermometer und stellt euch das ein, oder ich kann es da nicht einstellen, aber bei 55 Grad dann rausholen und dann ist das rosa. Und im Prinzip ist das auch fast wie gekocht. Go. Rein im Ofen. So eine gute Stunde würde ich sagen und dann sehen wir uns wieder. So, das ist auch fertig. 56,9 müssen wir auch schnell rausholen. So, das holen wir raus hier. So. Das lassen wir dann auch noch schnell durchziehen. Das lassen wir gleich noch einkochen im Topf.
ich das erstmal auf, was ich hier für mein Dings brauchte, mein Gulsch. Lassen wir mal ein bisschen abtropfen, dann braten wir das nachher mit Thunfisch an. So, der Braten war fertig. Jetzt braten wir noch mal ein bisschen in Butterschmalz die Zwiebeln nach, ne? Und dann kommt der Thunfisch dazu. Ihr könnt den Thunfisch euch auch so reinrühren, aber ich finde das so besser. So, dann mache ich mir den Knoblauch noch klein. Das ist alles für die Vitello Tornado-Soße. Das wird sowieso nachher noch mit dem Zauberstab klein gemacht. Eine Reihe, wir wollen den Thunfisch schmecken und nicht den. So, ein bisschen Chili. Ihr müsst euch den Thunfisch und die Zwiebel nicht anbraten. Aber das gibt einen coolen Geschmack. Ja, wie gesagt, Schwenken, wieder Thema Schwenken. Habe ich einen Film, zwar alter Film, aber beim Lernen alle Male gut. Ist besser, als wenn ihr die ganze Zeit rühren müsst. Dazu brauchen wir eine Mayonnaise, die habe ich als extra Film, also die habe ich aber schon gemacht, schneide ich auch mit rein. Ne, aber ihr könnt euch auch eine gekaufte Mayonnaise nehmen, also alles kein Problem. So wie ihr Lust habt. Nur wenn ihr eine getaufte nehmt, mache ich immer eine Empfehlung. Keine Werbung, gar nichts, bekomme ich nichts, sehe ich nichts, wie auch immer. Ich persönlich finde die von Hohmann gut, die ist neutral. Also wenn ihr eine kauft, die sind neutral im Geschmack und dann könnt ihr am besten euren eigenen Geschmack reinbekommen. Also das ist meine persönliche Meinung dazu. Jetzt habe ich den Thunfisch mit reingemacht. Den braten wir auch noch schön mit an. Dann kommt der Thun auch noch dazu. Dann ruhig ein bisschen Farbe bekommen. So ein bisschen, nur noch ein bisschen Pfeffer drüber. Ich stelle das schon mal aus. So, dann müssen wir das irgendwie auf den Teller packen, weil das muss noch kalt werden. Ich habe hier noch, wo der Fond drin war, da kann das rein alles. Das muss abkühlen, bevor es in der Mayo reinkommt. So, das habe ich eben nicht mitgefilmt, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe mir den Thunfisch hier reingepackt, habe den dann mit Zauberstab hier klein gemust, dass ich solche der Masse habe. Normal, wenn ihr eine Mayonnaise macht, macht ihr das alles gleich mit rein, wenn ihr eine Thunfischsoße macht. Aber da ich die Mayonnaise ja noch als Extrafilm hatte, habe ich das jetzt getrennt gemacht. Jetzt müsst ihr euch eine Mayonnaise machen. Und zwar entweder kauft ihr euch eine, ihr macht euch eine selber, wie auch immer, bleibt euch ganz alleine überlassen. Ich nehme immer, ist keine bezahlte Werbung, habe ich schon mal im Film gesagt oder sage ich immer wieder. Ich nehme in der Regel, wenn ich mir keine selber mache, nehme ich die von Hohmann, weil ich die relativ neutral finde. Und so kann ich meinen Geschmack immer noch selber ein bisschen da reinbringen. Also das ist meine Meinung dazu. Und was ihr da jetzt seht, diese Mayonnaise, die ich da reinmache, das ist jetzt nicht die, ich im letzten Film hochgeladen hatte. Die ist ein bisschen heller, die hatte ich halt nur anders gewürzt, aber vom Prinzip her das Gleiche. Klickt jetzt auf das i. Schaut euch die Mayonnaise an, macht sie denn nach, wenn ihr möchtet. Und dann habt ihr eure selbstgemachte Mayonnaise. Ich mache das jetzt hier mit rein, das sieht nicht schön aus, aber gleich. Wenn das in der Mayonnaise ist, dann ist das richtig, richtig lecker. Ich habe das nicht ganz klein bekommen, weil mein Zauberstab ist kaputt. Der ist ausgebrochen, muss ich nochmal einen neuen holen. Jetzt haben wir die Thunfischmasse und die Mayonnaise.
Und das müssen wir jetzt schön rühren. Und wie gesagt, wer das alles ganz fein haben will, muss das wirklich nochmal durchs Sieb streichen. Aber ich möchte alles, was ich da reingemacht habe, auch drin haben. Oh, ich liebe das wirklich. Ich mach Thunfisch. Das müssen wir jetzt ein bisschen ziehen lassen. Nichts geht über probieren. So. Ich liebe Tomate. Gut, das stellen wir jetzt kalt und dann richten wir nachher nur noch an. Wir haben das jetzt schon alles fertig. Das Fleisch ist schön rosa geworden. Wie ihr hier sehen könnt. Meine Thunfischsoße ist auch fertig. Wie gesagt, wie dick ihr sie haben wollt, das müsst ihr selber wissen. Das bleibt euch ganz alleine überlassen. Dann schneiden wir uns das so hauchdünn wie möglich runter. Mit einer Maschine ist natürlich immer besser. Aber ich habe hier zu Hause keine Maschine, also muss ich das auch mit dem Messer machen. Dann nehme ich mal das kleinere Stück. Ja, wenn das so dick ist, schmeckt es nicht ganz so, aber ich habe das nun mal hier zur Hand. So. Jetzt garnieren wir das noch so ein bisschen aus. Ich habe hier noch ein paar Kaperbeeren oder Apfel, was man immer auch sagt dazu. Und dann habe ich natürlich gleich das Schönste von allen. Nach der Soße. Ich habe hier konfierte Tomaten. Kommen auf jeden Fall da drauf, so, die sind sowas von lecker. Also habe ich einen Film, ne? Konfierte Tomaten, wer das noch nicht kennt, manche wissen das mittlerweile. Ich liebe das. So, noch ein bisschen Petersilie oder was immer ihr möchtet, Schnittel auch. Ja, Freunde, ach ja, wenn euch mein Kanal gefällt, ne? Abonniert ihn, klickt auf die Glocke. Ich freue mich drüber und ihr habt immer den neuesten Film. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen näher ran. Ja, Freunde, das ist jetzt mein Vitello Tonnato. Das ist richtig lecker, ich liebe das. Besonders die Thunfischsoße, da mache ich mir auch gleich noch so ein bisschen was drüber. Auch logisch. Dazu ein paar konfierte Tomaten. Einfach nur lecker. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und dann kann ich mir immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch wie immer, euer Ariel. Und tschüss.